Englische Woche in der Lotto Hessenliga mit einigen Derby-Krachern. Wir präsentieren euch alle Spiele und alle Tore vom Dienstag- und Mittwochabend. Wir starten am Dienstagabend im Sportpark Dreieich. Heimpremiere für Cheftrainer Christian Gliebo mit seiner Eintracht U21. Flanke Ferri. Brauburger. Nachschuss. Tor. Frankfurt führt dank Marcel Wenig. Das 18-jährige Top-Talent kommt von der U19 von Bayern München und erhofft sich perspektivisch auch Einsatzminuten bei den Profis. Langer Ball von Kapitän Wachs. Ali Kiel in den Rückraum. Bobson 2:0. Bereits nach 25 Minuten hat die Eintracht das Spiel fest im Griff und ist drückend überlegen. Starkes Dribbling Casaniti. Pass in die Schnittstelle. Nacho Ferri allein vor dem Tor, abgezockt ins rechte Eck. Der arme Elias Derwein im Griesheimer Tor, chancenlos, muss zum dritten Mal den Ball aus dem Netz holen. Nach dem Seitenwechsel. Fehlpass Griesheim auf den eingewechselten Dejanovic. Ferri. Wenig gegen drei Griesheimer Verteidiger. Tor. Die Griesheimer Verteidiger wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Schaffen es im Verbund nicht, Marcel Wenig vom Ball zu trennen. Starke Technik des Doppelpackers. Griesheim ausgetanzt. Dejanovic. Wenig. Luhn nimmt Maß und der passt. Mehdi Luhn mit schönem Dribbling und Kunstschuss sinnbildlich für die Frankfurter Dominanz. Für die Eintracht-Fans unter den fast 1400 Zuschauern beim Heimdebüt hat sich der Besuch mehr als gelohnt. Endstand 5:0. Hanau in Weiß am Samstag in Neuhof siegreich gewesen, möchte zu Hause den zweiten Dreier der Saison einfahren. 30. Minute. Sentürk rempelt Dietkirchens Glöckner von hinten um. Klare Sache. Elfmeter für den TuS und gelb für Sentürk. Robin Dankhoff schießt und verletzt Armen Brau im Hanauer Tor. Mitte der zweiten Halbzeit. Dietkirchen kann sich glücklich schätzen, dass sie hier immer noch führen, denn Hanau dominiert das Spiel, vergibt aber einen Hochkaräter nach dem nächsten. Langer Ball Richtung Dietkirchener Tor. Torwart Lauchs vor seinem Strafraum. Makengo mit der Fußspitze spitzelt den an Lauchs vorbei und muss dann nur noch einschieben. Jean Bosco Makengo zum längst überfälligen Ausgleich der 93er. Das Spiel endet unentschieden. Dietkirchen und Hanau bleiben weiter ungeschlagen. Für Hanau ist es aber nach deutlichem Chancenplus eine gefühlte Niederlage. Türkgücü Friedberg musste am Wochenende noch im Pokal ran und startet erst an diesem zweiten Spieltag in die neue Saison. Starkes Dribbling Usic und niemand passt auf Reljic auf. Ein Start nach Maß in die neue Saison durch den frühen Treffer von Neuzugang Toni Reljic von Hessen Dreieich. In der 33. Minute zeigt sich jetzt auch Erlensee. Tom Niegisch läuft in die Schnittstelle und schießt den Ball in den Winkel. Ausgleich 1:1. In Durchgang 2 ist die Partie ein ausgeglichenes Spiel. Freistoß Friedberg, Patrick Schor. Unterkante Latte, Michel per Kopf und Alit Usic mit dem Abstauber bringt Türkgücü erneut in Führung. Nur 2 Minuten später. Erlensee will den erneuten Ausgleich. Geschickte Annahme Tim Zimpel, spitzer Winkel, Innenpfosten, Tor. Das 24-jährige Eigengewächs lässt die Gäste jubeln. Der Endstand 2:2. Bei den Mittwochspielen starten wir mit dem ersten Saisonspiel von Eintracht Stadthallendorf. Hallendorf.
Schütze legt ab auf Preissig und der schlänzt den Ball ins Tor. Ob der Ball nicht eigentlich als Flanke geplant war, weiß vermutlich nur der Torschütze selbst. Wie dem auch sei, er findet den Weg ins Tor. Stadt Hallendorf startet stark in die Saison nach nur 23 Tagen Vorbereitung. Doch auch der TSV spielt mit. Aaron Künkel zieht in den Strafraum. Stadt Hallendorfs Euphorie steigt ihm auf den Fuß. Schiedsrichter Marcel Rühl entscheidet zu Recht auf Elfmeter. Sebastian Schneider mit der Chance zum Ausgleich. Drüber! Nur 3 Minuten später achtet auf Steinbachs Pepperl. Der schleicht sich aus spitzem Winkel heran, klaut Sahin den Ball und trifft zum Ausgleich. Eintracht-Torwart Tolga Sahin schaut nur nach vorne und wird von Pepperls Aktion bitterböse überrascht. Richtig clever gemacht von Steinbachs Pepperl. Aber völlig unverständlich, dass offenbar keiner der umstehenden Mitspieler seinen Torwart deutlich warnt. In Durchgang 2 startet die Partie ausgeglichen. Timo Tschetschen zieht ab und der passt perfekt. Stadt Hallendorf führt wieder dank dem 25-Meter-Traumtor des offensiven Mittelfeldmanns. Nur 4 Minuten später. Freistoß Steinbach. Jetzt folgt hier Traumtor auf Traumtor. Steinbach mit dem erneuten Ausgleich. Hüsni Tahiri fühlt sich vor der Kulisse am Haarwasen pudelwohl. 5 Jahre lang hat der 39-Jährige hier für das Regionalliga-Team des TSV Steinbach gespielt. Für Steinbach 2 ist er auch in seinem hohen Alter noch ein Topspieler. Jetzt geht es hin und her. 70. Minute. Wieder Stadt Hallendorf. Profitiert von Bedenbenders Fehlpass. Tschetschen mit dem langen Ball von der Mittellinie. Steinbachs Torhüter Max Pauli beim Rauslaufen nicht schnell genug. Louis Preissig kommt vor ihm an den Ball. Und wieder führt Stadt Hallendorf. Für Preissig ist es heute das erste Spiel in der Lotto-Hessen-Liga. Der 20-Jährige kam in der Sommerpause vom Verbandsligisten VfB Marburg zur Eintracht. Zum Debüt in Hessens höchster Spielklasse gelingt ihm direkt der Doppelpack. Das Momentum jetzt auf der Seite der Gäste. Tschetschen mit dem Ballgewinn spielt passgenau auf Satorov. Der frei vor dem Tor trifft abgezockt ins lange Eck. Stadt Hallendorf macht den Deckel drauf und entführt zum Hessenliga-Start die 3 Punkte vom Haarwasen. Über 1100 Fans beim Mittelhessen-Derby zwischen Regionalliga-Absteiger Gießen in Blau und dem FSV Fernwald in Weiß. Das Derby startet hitzig. Chaihun Dindler grätscht von hinten und trifft den Fuß von Beal, unstrittiger Elfmeter für die Gastgeber. Der Gefaulte schießt selbst. Halb hoch ins linke Eck. Torwart Kleinheider im richtigen Eck, doch es fehlen wenige Zentimeter. Matheus de Moura Beal, der Brasilianer, bringt sein Team in Führung und Gießen feiert zur neuen alten Torhymne Red River Rock. Zu den Glanzzeiten des VfB Gießen vergangener Tage wurde der Song bei den Heimtoren gespielt und soll in dieser Saison neu aufgelegt eine Hommage an das altehrwürdige Waldstadion sein. Auch in Halbzeit 2 erwischt die Waldstadion 11 den besseren Start. Beal spielt hoch in den Strafraum und Dennis Wural verlängert per Kopf, Bogenlampe ins Tor. Der FC baut seine Führung aus. Fernwald liegt zurück und muss in der Schlussphase Druck machen. Und der kommt jetzt auch. Flanke Hofmann und Jannis Grönke drischt den per Volleyabnahme trocken ins Netz. Der FSV macht es jetzt nochmal spannend. In der Nachspielzeit überschlagen sich jetzt die Ereignisse. Spielminute 90 plus 2. Flanke von Lukas Burger. Und dann ist es ein Eigentor des FC Gießen. Pietro Besso, der Pechvogel. Von seinem Oberschenkel springt der Ball ins eigene Tor. Fast direkt im Anschluss in der 4. Minute der Nachspielzeit. Flanke Gießen. Und Fernwalds Jannis Grönke spielt den mit der Hand. Es gibt Elfmeter. Fernwald-Coach Bulut beschwert sich nach dem Spiel stark. Doch für mich ist es die richtige Entscheidung.
Klar, die Distanz ist kurz und Grönke dreht sich weg, aber sein Arm ist auch sehr weit abgespreizt vom Körper. Angelegt sieht anders aus. Gießens Francesco Calabrese hat jetzt die letzte Chance auf den Derby-Sieg. Und die nutzt er. Nach einer packenden Schlussphase behält der FC Gießen doch noch alle drei Punkte im Waldstadion. Nordhessen-Derby im Parkstadion und die Kulisse stimmt. 1300 Zuschauer, darunter über 400 Gästefans, die das erste Lotto-Hessenliga-Auswärtsspiel ihrer Adler nicht verpassen wollen. Doch der Start gehört den Gastgebern. Ball in den Rückraum. Und Lindenthal lässt die Heimfans jubeln. Die Sicht von Wassmann vermutlich etwas verdeckt. Trotzdem sieht Weidenhausens Torwart da nicht ganz glücklich aus. Das Spiel geht jetzt hoch und runter. 75. Minute. Chakmak auf Berninger Bosshammer. Der 22-jährige Mittelfeldmann erhöht auf 2:0. 4 Minuten später. Weiter Einwurf von Krenkel in den Strafraum. Und Weidenhausens Flieger ohne Bedrängnis rennt Baunatals Chakmak um. Schiedsrichter Tim Waldinger zeigt auf den Punkt. Chakmak schießt selbst und trifft. Wassmer ist mit den Fingerspitzen dran, kann die Entscheidung aber nicht mehr abwenden. Der Aufsteiger Weidenhausen bekommt erstmals die Gnadenlosigkeit der Hessenliga zu spüren und verliert das Derby mit 3:0. Waldorf in Weiß und Unterflockenbach in Rot warten beide noch auf ihre ersten Punkte der Saison. Waldorfs Menatgier, Doppelpass mit Borger, Flanke auf Benedikt von Hagen, Tor! Die frühe Führung für Rot-Weiß. 4 Minuten später, Flanke Menatgier. Und die Verteidiger der Flockies schalten zu langsam, genau wie unser Kameramann. Der Torschütze nicht im Bild, doch so viel sei verraten. Es war wieder Benedikt von Hagen. Der 19-jährige Neuzugang von der U19 der Kickers Offenbach schnürt den Doppelpack. Nach seinem frühen Doppelpack kennt das Spiel weiterhin nur eine Richtung, und zwar die aufs Unterflockenbacher Tor. Kurz vor der Pause. Langer Ball auf Menatgier. Der uneigennützig legt ab auf Teamkollege Vogler. Der hat leichtes Spiel und trifft zum 3:0. Hey. 59. Minute. Hus spielt in die Schnittstelle, sprintet dann in den Strafraum und der Ball ist im Netz. Der Torschütze heißt Maximilian Hus. Nicht im Bild, der Pass zurück auf ihn und sein Torschuss. Wieder kommt die Abwehr der Flockies genauso wenig hinterher wie unser Kameramann. Maximilian Hus trifft zum 4:0. 90. Minute. Wieder Hus, rennt wieder allen davon und trifft auch wieder. Sein Doppelpack ist das letzte Tor des Abends. Waldorf feiert den ersten Saisonsieg und die Aufsteiger vom SVU warten weiter auf ihre ersten Punkte. Bei der Heimspielpremiere will Rot-Weiß Hadamar nach der Auftaktniederlage bei Erlensee die ersten Punkte der Saison sammeln. Und der Start gehört auch den Gastgebern in Rot. Starkes Ding von Luca Teller ins rechte Eck. Sicher nicht unhaltbar, denn Mike Buss im Tor von Waldgirmes kann den Ball schon lange sehen. Torschütze Teller schwingt das Tanzbein. Auch im zweiten Durchgang bleibt die Partie hart umkämpft. Schöner Pass auf Nathanael Tega. Und der bejubelt den Ausgleich. Nathanael Tega hat in den vergangenen beiden Spielzeiten jedes seiner insgesamt 11 Tore in einer englischen Woche erzielt. Mit dieser Tradition bricht der Mr. Englische Woche auch in dieser Spielzeit nicht. 76. Minute. Marco Koch ist nicht zu halten und setzt Mirko Paul in Szene. Dieses schön herausgespielte Tor ist gleichzeitig der Siegtreffer. Rot-Weiß sammelt die ersten Punkte der Saison. Beim Spiel des FC Eddersheim gegen Bayern Alzenau steht es bis in die Schlussphase noch 0:0.
Das ist überraschend, denn Eddersheim gibt über die gesamte Länge des Spiels den Ton an. Torwart Endres spielt abermals zu Milosevic. Panska klaut ihm den Ball. Und Nils Kohlbacher muss sich dann nur noch gegen Endres durchsetzen. Eddersheim in der Situation glücklich, da Altenau hier nicht gut aussieht. Insgesamt ist der erste Saisonsieg aber absolut verdient. Im Mühlengrund erwartet uns ein hart umkämpftes Osthessen-Derby zwischen dem SV Steinbach in Blau und dem SV Neuhof in Weiß. Wir starten Ende der ersten Halbzeit. Die Flanke von Mihailov ist hier etwas zu hoch für Mirza Kovac. Nach dem Seitenwechsel wieder Neuhof. Doch Steinbachs Philipp Bagus im Tor ist gleich doppelt zur Stelle. Die 90. Minute. Freistoß Steinbach. Doch Neuhofs Torwart Grabovic pflückt den einfach runter. In einem Duell auf Augenhöhe hatten beide Mannschaften in der Offensive viel Luft nach oben. Das Derby endet torlos. Das war der zweite Spieltag mit 2:5:0 Kantersiegen, 3 Unentschieden und 3 knappen Partien, die nur mit einem Tordifferenz gewonnen wurden. Die Tabelle. Kein Team in der Lotto-Hessen-Liga konnte seine ersten beiden Spiele gewinnen. 5 Mannschaften haben 4 Punkte auf den Plätzen 1 und 2, Erlensee und Baunatal. 2 Mannschaften konnten noch gar nicht punkten. Fernwald und Unterflockenbach im Tabellenkeller hoffen auf erste Punkte am Wochenende. Gleich 15 Spieler haben in dieser Saison schon 2-mal getroffen. Auf unserer Torjägerliste seht ihr eine kleine Auswahl. Schon am Wochenende geht es weiter mit Spieltag 3 und am Montag hören wir uns wieder hier in der Torshow.